Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Video hier zu City Driver von ViewApp. Ja, in der letzten Folge oder in der ersten Folge haben wir uns ja so ein bisschen das Training angeschaut. Ja, wir können auf jeden Fall einpacken, das können wir ganz gut. Und jetzt geht es ja ein bisschen darum, wir erkunden jetzt mal so ein bisschen die Stadt, werden vielleicht so die eine oder andere Mission jetzt in den nächsten Folgen machen. Also viele Folgen werden es nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber wir werden uns mal so ein bisschen was angucken von dem Spiel noch, denn das ist ja nicht alles, was ja der City Driver hier kann. So ein bisschen Fahrtraining, ja, das gibt ja schon einige Spiele, die das können. Aber naja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal gucken und dementsprechend starten wir mal, warte mal, mit M, genau, haben wir hier eine Karte. Und hier können wir uns jetzt so ein bisschen uns was angucken. Ja. So, fahre zu einer Drogerie und interagiere mit dem Drogerie-Bedienfeld. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist eine Drogerie? Mission, fahre zum Standort, um eine Mission zu beginnen. Verbrennerauto erforderlich. Was haben wir hier? Das ist gar nichts, scheinbar. Fahrzeugwechsel, Handbuch. Okay, dann machen wir weiter. Was ist das? Achso, das war wieder diese Mission, ne? Heimwerker, Fahrzeug mit Stauraum erforderlich. Okay, was auch diese Sterne hier sind, weiß ich jetzt auch nicht. Was ist das? Ist jetzt schon wieder Sommer? Fahre zum Standort, um die Mission zu beginnen. Weiß ich nicht, was diese... ach so, okay, ich verstehe. Und hier haben wir unsere Garage scheinbar. Was ist hier? Spritztour. Dann fahren wir doch zu der hin. Ich glaube, wir könnten uns hier eigentlich auch Legenden ein- und ausschalten. Ah, okay. Was ist denn? Genau, das ist unsere Tiefgarage. Aber jetzt steht zum Beispiel nicht da, was diese Sterne bedeuten. Das ist natürlich ein bisschen Wegpunkt löschen. So, nochmal. Wegpunkt setzen. Nee. Ach so, das ist ein Wegpunkt. Ah, okay. Okay, das will er nicht. Wegpunkt setzen? Nö. Ja, irgendwie probieren wir mal. Also erstmal müssen wir wahrscheinlich hier rausfahren. Dementsprechend, ja, verlassen wir mal diesen Ort hier. Unser Fahrtraining. Achso, ich kann ja nur nach links, alles klar. Na, dann fahren wir nach links. Oh, wir haben auch eine Ampel. Wir müssen uns ja brav an die Regeln halten. 21% haben wir nur noch. Batteriefüllung. Ich sehe auch, die Wolken bewegen sich nicht. Die sind wirklich einfach nur da. Okay, naja, dann. Wenn wir jetzt hier einfach drüber fahren würden, würden wir jetzt eine Meldung bekommen. Du hältst dich nicht an Verkehrsregeln oder sowas. Da siehst du. Missachtet. Ich stand. 3-Sekunden-Regel. Hallo? Ich muss doch aufpassen, man zieht hier wirklich mit dem Tesla-Modell ganz schön ab hier. Also das geht halt wirklich ratzefatze bis bei 50. So, probieren wir es mal. Nochmal. Also, wir stehen 21, 22, 23. Aha, okay. Funktioniert. Gut. Wie lange wollte ich an dem Stoppschild stehen? Nee. Einundzwanzig, 22, 23.
Okay, also es scheint zu funktionieren, das System, mit ihrer komischen Verkehrsregelung. Profi. Ganz sicherlich 80. Oh, hier haben wir eine Tankstelle. Sehr gut. Wunderschön, oder? Hier tobt das Leben. Tankstelle, okay. Seitenblick gemacht. So, gibt es jetzt hier so eine Ladesäule? Nö. Unerlaubtes Parken. Diesel Super Plus Benzin, ja, aber keine Ladesäule. Werden die auf der Karte separat gekennzeichnet? Nö, natürlich nicht. Elektrogeschäfte, Modegeschäft, Supermärkte, Drogerie, Kaffee, Restaurant, Kinos, Reise, Tief, Werkstätten, Ladestationen. Das ist mit einem Dings hier. Nee, das hast du Quatsch gemacht hier. Löschen. Ja, ist aber gar keine Ladestation irgendwo hier. Kann ein bisschen näher ranzoomen. Wo stehen wir denn jetzt hier? Ja, toll. Hier ist natürlich gar nichts. Eieieiei. Wir sind alle hier drin hier. Die Ladestation. Na gut. Ja, dann holen wir uns zumindest mal den Auftrag hier und guck mal.
was das soll. München muss ja ein sehr, sehr teurer Ort sein, wenn die hier alle so eine dicken Autos fahren können. Hier siehst du keine kleinen Sprinter oder Opel Corsas oder sonst irgendwas. Wer ist da auch noch? Das funktioniert, würde ich sagen. So, wir haben auch nochmal die Lichter, die wir hier machen. Fernlicht, Vorder-, Nebel. Okay. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Bei einer Ampel. Uff. So. Das kann ich jetzt auch machen. Okay. So, der Sportwagen eines Freundes steht schon seit geraumer Zeit nur rum. Bevor die Bremsen komplett verrosten und die Batterie gar keinen Saft mehr hat, hat dir dein Freund gestattet, seinen Sportwagen auszufahren. Das ist die Gelegenheit, mal die 130 km/h auf der Autobahn zu knacken. Aha. Nice. Kann man das Hatch hier irgendwie ausblenden? Sehr gut. Haben wir erst mal ein Bild schnell geschossen. Ah, lass uns mal einsteigen hier. So, Tankstelle. Du kannst dein Verbrennerauto an jeder Tankstelle. Ja, ja, okay. Was war jetzt? Aber mindestens 7 Kilometer, beschleunige auf 50, 130. Bisschen geeiert, passiert mal.
Er lädt aber die Autos auch total spät erst. Oh. Das wollte ich nicht. Das ist doch nicht zweispurig hier. Das ist doch absoluter Bullshit. Kommen wir jetzt zur Autobahn. Geradeaus weiter. Aber das ist halt schon, ne? Also dieses Gefühl, so dieses Größenverhältnisgefühl, das ist halt super schlecht. Also. Das ist so schwammig, dieses Fahrgefühl hier bei 200. Also wenn sich das Auto so anfühlt, wenn du bei 200 bist, na dann gute Nacht, ja, also. Das Ding ist ja nur noch am Rumeiern. Hast du gesehen, du konntest ja auch die Kurven nicht mehr wirklich, genau, fahr einfach rein, fahr rein, genau. Also Verkehrsregeln funktionieren hier super, würde ich sagen. Rechts überholt verboten, aber die fahren ja alle links. Es gibt ein Rechtsfahrgebot in Deutschland. Oh, guckt ihr das an, ja? Seht ihr das, wie das Auto so schwimmt, ja? Das ist halt. Forza Motorsport wäre jetzt knapp vorbei. Das sind Punkte, die krieg ich für. Ja, sehr gut, okay. Also müssen wir zum Freund sagen, Alter, hol die neue Reifen. Oh. Ja, bremst genau runter, das ist ja großartig. So, jetzt die Frage an euch, wem hat die Mission jetzt gefallen? Das war doch die Mission der Mission gewesen. Ah.
Also ich meine, ich habe ja nun auch eine kleine Freundschaft und so, ne? So ein kleiner Freundschaftskreis und weiß der Geier was, aber keiner fährt irgend so eine dicke Motzkarre. Ja, das ist halt. Die Bremsen nicht einrosten. Ja, hallo? Aber okay. Das ist dann halt genauso wie zum Beispiel, ja, nimm dir das Auto vom Besten, ja, fahr damit und dann stehst du im Stau. Geilo! Hier hätte man noch so eine Art, zum Beispiel noch so eine Rennstrecke dazu bauen können, einfach. So eine kleine, weißt du, wo du halt mal richtig Speed geben kannst, wo du keinen Verkehr hast oder sowas. Wenn du hier schon so eine Autos mit einbaust, ja, dann hättest du doch auch so ein kleines Autorennen-Spiel daraus machen können, weiß der Geier was oder so, ja. Ich suche ja immer noch so ein bisschen die Logik des Spiels dahinter. Weißt du, dass, ich verstehe, warum dieses Spiel halt überhaupt existiert. Denn es ist ja so, in der ersten Folge habe ich das extra noch nicht erwähnt gehabt, aber diese Art von Spiel gibt es bereits schon. Und die gab es auch schon vor 5 Jahren. Ja? Also bevor wahrscheinlich irgendeine Entwicklung mit denen angefangen hat, gab es das Ganze halt alles schon. Und deswegen verstehe ich noch nicht so ganz so hundertprozentig, was war der Hintergedanke von VueApp, dieses Spiel zu entwickeln. Ich meine, sie kommen ja aus der OMSI-Szene. Ja, sie kommen aus der OMSI-Szene, haben damals mit Wiener ihre Karten da gebastelt, die haben sich damit, ich würde sagen, schon ihren Namen gemacht gehabt. Dann mit Lotus München, ja, was ja denn nun offiziell ja nun alles tot und kaputt ist, hat man sich ja dann an Tramsim dann reingesetzt, hat den Tramsim Wien, Tramsim München rausgebracht und jetzt sind dann auf einmal City Driver. Das ist ja nun so gar nicht, was in diese Richtung halt passt. So die ganze Zeit so Personennahverkehr und auf einmal so eine Fahrsimulation, würde ich das jetzt betiteln. Und ich weiß halt nicht, warum. Jetzt haben sie ja ihr neues Spiel angekündigt, weil sie das ja abgesägt haben hier, die City Driver, weil sie wahrscheinlich selbst mitbekommen haben, dass das eigentlich absoluter Quatsch ist, was sie da entwickelt haben. Kommen sie jetzt mit ihrer komischen Tram City daraus, da irgendwie mit der Kooperation von Dovetail Games, ja, weil man hat sich ja getrennt jetzt von Aerosoft wieder, ist wahrscheinlich von Aerosofts Seite ausgegangen, weil sie sich auch gedacht haben, was ist das hier, was ist das? Ja, was soll das? Warum kommst du mit sowas hier um die Ecke, ja? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Ding sich halt sehr gut verkauft hat. Also das ist ja schon mal wie das Amen in der Kirche, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel größter Beliebtheit. Ich meine, die Reviews, die man so bei Steam liest, ja, die sind tatsächlich nicht ganz so negativ, ja. Aber die sind bei befriedigend. Ja. Aber jetzt weiß man halt nicht, an welche Zielgruppe sich das Ganze ja hier richtet. Also, sind wir mal ehrlich. Unser Eins jetzt Ü20, würde ich jetzt sagen, Ü18, ja, die. Oh Gott, immer wieder Bordstein hier. Ja, genau. Was ist denn? Kleben wir jetzt hier dran oder was? Ü18 fährt wahrscheinlich selber Auto. Die brauchen keine Simulation, ja, um halt Auto fahren zu können. Das ist ja wohl, ja. Ich meine, heutzutage kannst du mit 70 schon Auto fahren. Also werden sie sich wahrscheinlich nicht deswegen kaufen, weil sie denken, oh, Autofahren, yeah, geil, das wollte ich schon immer mal machen. Und ja, die jüngere Generation halt, also unter Ü18, ja, die findet es natürlich spannend, aber das, was hier dargestellt wird, wird halt einfach komplett falsch dargestellt. So ist Autofahren in Wirklichkeit nicht. Ja, dass du jetzt zum Beispiel jetzt so eine Aktion machen kannst, weißt du, und nichts passiert. Wenn du das im echten Leben machst, die Menschen sind tot. Ja, also ich verstehe den Hintergedanken nicht, auch wenn ich jetzt einfach diesen mache. Ich krieg nicht mal eine Warnung. Weißt du, beim Stoppschild meckert er rum, dass ich das Stoppschild überfahren habe. Aber fahre ich über eine rote Ampel? Das ist normal. Also, was will mir das Spiel jetzt in dem Sinne jetzt vermitteln? Wisst ihr, was ich meine? So diesen Punkt. Ich versuche, hier, wir dürfen mal zum Beispiel gar nicht abbiegen. Wir machen es trotzdem. Und wir kriegen keine Meldung, dass du das nicht darfst. Im Gegenteil, wahrscheinlich wird uns der Pickel wieder jetzt auch noch reinfahren oder sowas. Ja. Also deswegen,
kann ja auch nicht in den Pausenmodus schalten. Okay. Blinker aus. Ja. Steckt doch aus. Jetzt steigt er hier nicht aus. Ja, ich will doch nicht tanken. Ich will doch nur aussteigen. Ja, machst jetzt hier jedes Mal. Du kannst dein Verbrennerauto an jedes Fahrzeug auftanken. Ja, dann tanken wir jetzt noch. Na klar, ich habe ja nichts zu tun. So, wir brauchen aber. Jetzt mal Motor wieder. Wo ist die Tanke? Nimm mal hier Shell. Bock, wieder gegen Bordstellen, genau. Fahrzeug auftanken. Das war alles. Wir müssen nicht mal aussteigen oder den Schlauch da nehmen. Ja, ich weiß, das wäre wahrscheinlich alles zu viel gewesen, wenn man das halt alles damit hätte einbauen müssen, wie man Autos richtig tankt. Der Bordstein hier, der ist so hoch. Ja, toll, das kommt jetzt immer, oder was? Steig aus dem Auto. Kommt denn diese Meldung da überall? Ey, es kommt echt überall, diese Meldung. Ja, ich kann die Mission leider nicht beenden, weil diese Tankstellen-Dings blockiert hier alles. Was ist los? Ich kann nicht auf dem Bordstein fahren. Okay, das ist... Alter. Hast du denn abgesoffen dabei? Ja, ich kann leider nicht aus dem Fahrzeug aussteigen. Das geht nicht. Also das ist... Gut, okay. Dann müssen wir hier die Aufgabe erstmal beenden. Wir müssen erstmal gucken, dass wir uns jetzt ein neues Auto besorgen. Aber ich kann hier nicht aussteigen. Ich kann machen, was ich will. Sobald ich F drücke, kommt nur die Meldung. Wenn ich jetzt hier im Auto bin, ja, und falschen Gang eingelegt, ja. Ich kann nicht aussteigen. Unglaublich. Okay. Ja, gut, das soll es erstmal von der Folge gewesen sein. Wir schauen uns aber natürlich hier noch mehr an von City Driver. Natürlich, ich habe dafür Geld bezahlt, also müssen wir ein bisschen Content hier bringen. Ja, also wir mal gucken, was uns jetzt als nächstes erwartet. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Kommentar freuen, über einen Like natürlich. Ja, und so könnt ihr auch gerne mal schreiben, wann ihr denn so den Punkt erreicht habt, wo ihr gesagt habt, wir spielen dieses Spiel nicht mehr. Wir kommen hier nicht mal auf einen Bordstein hier rauf, ja, ohne dass da eine unsichtbare Wand ist. Großartig. Ja, werden wir uns natürlich noch ein bisschen mehr wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen belustigen. Von daher erstmal danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal.